Treiben lassen ist ja aktuell auch nicht so gut angesagt, wie angesichts der Hochwasserlage. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen im neuen Jahr mit deinen DAW-Verstehern und ich freue mich, dass ich heute wieder zu Gast sein darf, wie so oft schon in den schönen Hallen des Storia Mastering Studios hier bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, bei Björn Schlüter. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du eingeschaltet hast und natürlich schön, dass du da bist. Frohes neues Jahr an, ja. An die DAW-Versteher da draußen. Familie, muss man schon fast sagen. An die Familie vor den Radioempfangsgeräten und ich bin natürlich super froh und glücklich, dass auch in 2024 es wieder geklappt hat und es weitergeht mit meinem lieben Freund der lebendigen Tonstudio Enzyklopädie aus Münster, Jonas Wagner. Himself. Und, yes. Enzyklopädie, jetzt müsste ich mal selber überlegen, wie man das gerade schreibt, aber das mache ich dann später nochmal. Okay, ohne zu googeln, jetzt Enzyklopädie in die Kommentare. Ohne zu googeln, genau. Das ist ja okay. Das ist so eng. Ich habe gerade noch auf dem Hinweg Radio gehört, wo über Pflege, Benachteiligung von Frauen, die sich um Kinder kümmern und so weiter, viel schweres Thema gesprochen wurde. Aber die warfen nur so mit Anglizismen um sich, dass du schwindelig wurdest. Und ich habe mir gedacht, wer denn jetzt hier zuhört, ist der denn wohl so englisch fest, dass er hier jedes Wort Hörst versteht? Du nicht immer Radio Deutschland? Ja, ja, Deutschlandfunk. Das Deutschlandfunk. DLF, das kam noch hinzu. Irgendwie. Das war so interessant. Und dann hat auch irgendwann ein Nutzer geschrieben, vielleicht ein bisschen weniger Anglizismen. Aber man muss sich ja selber auf den Prüfstand stellen. Und vielleicht ist das der gute Vorsatz fürs neue Jahr, einfach mal zu versuchen, Anglizismen durch deutsche Wörter zu ersetzen, was aber gerade in unserem Bereich ja extrem schwierig ist. Oft, ne? Ja. Also ich setze mich ja oft auch mit diesem YouTube-Krams auseinander und wenn du bei Google gefunden werden willst oder auch bei YouTube, dann musst du halt Keywords, das ist schon das erste, Keywords, also Schlüsselwörter finden, nach denen überhaupt gesucht wird, damit klar ist, dass dein Video gefunden wird. So, im Audiobereich, schreib mal Kompressor mit K. Schreib mal in die Suche. Ja, wir haben uns da schon mal drüber gesprochen, auch Mixing, wie man das so übersetzt. Und da gab es ja auch dann einige kontroverse Kommentare auch schon mal. Ja. Aber das ist wirklich klar, kann man abmischen und Abmischung und was weiß ich nicht alles machen. Aber letzten Endes Mixing und Mastering und auch Recording-Blog, ja. Das sind nun mal alles irgendwie feste Begriffe. Also, ja, und ich habe ja eine Zeit lang tatsächlich in die Tutorials Abmischen reingeschrieben und muss mich da an der Stelle auch nochmal bedanken oder entschuldigen, weil Philipp von abmischenlernen.de, weil der hat diesen Begriff mehr oder weniger reingebracht. Hab den jetzt aber wieder rausgenommen, weil es ja Philips Ding irgendwie, lasse ich stecken irgendwie. Und grübel seitdem wieder, wie ich es nenne. Mixing, Mix, aber ist alles auch alles Englisch. Es gibt kein deutsches Wort für dieses, für das Herstellen einer Balance unter verschiedenen Signalen mit Hilfsmitteln von Lautstärke, Panorama, Hall und Dynamikprozessoren und so weiter. Also was denn? Mixing. So, fertig irgendwie. Du bist ja auch ein Mastering Engineer. Engineer, ja, das ist. Oder gibt es da irgendwie einen Fachbegriff für Meister? Oder? Nee, aber ja, genau. Irgendeiner hat das mal übersetzt tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es ging um ein Praktikum oder so. Und dann hat, glaube ich, jemand, der mal hier Praktikum gemacht hat, glaube ich, tatsächlich das dann übersetzt irgendwie oder versucht zu übersetzen. Bei Mastering wäre ich gespannt. Bei Engineer hätte ich noch eine Idee. Ingenieur, klar. Aber ja, irgendwas mit auch meisterlicher Ingenieur oder irgendwie sowas. Ja, aber beim Mastering geht es ja nicht um das Meisterliche, sondern es geht ja um das Mastering ist ja quasi das Master vorzubereiten. Also aus ja, der Master klassischen heißt ja quasi einfach nur in dem Fall die Vorlage. Ne? Ja, ja, das also, Glasmaster oder das Master fürs Glasmaster zu machen. Aus der LP-Produktion damals. Ja, aber es ist ja Master ist ja letztendlich. Ich trinke schon mal hier übrigens, ne? Wir haben ja hier. Achso, Entschuldigung. Was haben wir im Glas, beziehungsweise im DAW-Versteher, Becher? Dann immer noch den leckeren Kaffee von der Kaffeeloft aus Dortmund. Dann gehen die Grüße nach Dortmund auf an jeden Daniel, Fall. Genau. Mhm. Prost. Ja, aber ich würde schon sagen, Master ist so im Prinzip, das ist das, was richtig dann war, also das die Vorlage für das Weitere. Vielleicht gibt es da auch noch eine geschichtlich korrektere. Wir haben einige Zuschauer, die tatsächlich so viel Geschichte mitbringen oder wissen oder aber auch Erfahrung, weil sie schon etwas länger dabei sind tatsächlich. Vielleicht könnt ihr uns ja mal in die Kommentare reinschreiben, was denn die korrekte deutsche Bezeichnung für das Master, also für das Negativ vom Positiv vom Negativ, um dann eine Platte zu pressen, also eine Vinylplatte zu pressen. Dieses
Ja, man könnte das mit vielem übersetzen, glaube ich. Ne? Ich weiß es natürlich nicht geschichtlich. Es kommt ja nicht aus Deutschland. Nee. Es ist auch nicht in Deutschland entstanden. Das heißt, die Technologie vielleicht, aber nicht die Bezeichnung. Genau. Und das heißt, letzten Endes wäre es dann wahrscheinlich irgendwie, vermutlich gibt es so einen geilen deutsch-bürokratischen Begriff, der, weiß ich nicht, beim WDR 1943 oder 53 vielleicht eher geprägt wurde, irgendwie. Ja, aber das ist ja nicht Tonoptimierer oder Optimierungs Perfektionierer Finalisierungsbüro. Ja, aber selbst da bist du bei Perfekt, Optimier und Finalisieren sind alles drei lateinischstämmige Buchstaben. Also wir werden die Sprache nicht mehr auseinanderkriegen. So viel, das bleibt auf jeden Fall übrig. Und Anglizismen bleiben und ich find's auch sind okay. Und bleiben ein Teil. Man muss es ja nicht jetzt übertreiben. Ne? Ja. Das, also ich find's also ohne Not wäre es doof. Ja, ne? Aber ich finde es tatsächlich manchmal schwierig, dass, also weil ja meine wie nennt man das, meine Sprache oder meine Darstellungssprache meines Studios ist ja Englisch. Ja, Story am Mastering. Story am Mastering und auch meine Außendarstellung, was jetzt Social Media und so angeht, ist ja komplett auf Englisch. Mhm. Weil sich das ja bei mir durchaus die Waage hält, was internationale und nationale Kunden angeht. Und manchmal, wenn du dann, je nachdem, jetzt gestern auch, hatte ich wieder mit einem Kunden aus England zu tun, mit dem habe ich dann auch telefoniert und gequatscht auf Englisch, auch relativ lange und hin und her. Und dann stehst du da manchmal, da hatte ich gestern Abend noch ein Gespräch mit jemandem, wo dann so, approved. Warte mal, das deutsche Wort. Approved, ja. Er sagt dann, nee, habe ich schon verstanden. Ja, ich sage, ich muss jetzt eben nach dem, ich muss eben kurz gucken. Ne? Also das ist manchmal, bist du so dann gefangen, aber auch in Sachen. Was hat mal einer drunter geschrieben unter ein Video? Jetzt kriegst du nicht mehr zusammen. Man erkennt den Nicht-Native-Speaker daran, wenn er eine bestimmte Phrase sagt. Vielleicht komme ich nochmal wieder drauf. Ja, my lovely Mr. Singing Club. Ja, wenn gut, man das sagt, dann ist man kein Native-Speaker. Das ist so. Dann ist man gar kein Speaker. Aber ganz interessant in dem Zusammenhang. Ich habe vorgestern ist ein alter Schulkollege bei mir im Studio gewesen. Mhm. Wir haben immer mal wieder Kontakt, der war eigentlich eine Stufe unter mir und so weiter und war aber immer der geile Gitarrist bei uns. So in der konnte dieses Paul Gilbert Zeug spielen. Mhm. Der hatte auch schon früh eine Charvel Gitarre, die damals noch aus Amerika kam, ne? Jackson Charvel. Und der konnte dieses Zeug spielen. Und der sah dann auch so aus, etwas größer, lange Haare, richtig geiler Typ, so wie Paul Gilbert damals auch. So. Und Chris war jetzt bei mir zu Hause, weil er jetzt mit Anfang 50 endlich mal wieder eine eigene Band gegründet hat. Und die nehmen auch auf bei ihm im Keller. Er hat seinen Keller, kann er ausbauen und so weiter. Und er wollte jetzt aufsteigen von seinen HS7 von Yamaha, die Boxen. Genau. Wollte er jetzt den nächsten Schritt machen auf die KH310, die er von mir kennt, weil die bei mir stehen. Ob er vorbeikommen könnte, sich die mal anhören. Da habe ich schon gesagt, ja, klar, also gerne, ne, freue mich, dich zu sehen und so weiter, aber nur weil du jetzt bei mir im Studio meine KH310 hörst, habe ich ihm jetzt nicht gesagt, ne, heißt das ja nicht, dass die dann bei dir auch gut klingen. So, erstmal. Ne? So, er ist also zu mir und ist auch mit mehr Fragezeichen nach Hause gefahren, als er gekommen ist. So, weil ich zwischendurch auch noch den Odyssey-Kopfhörer aufgezogen habe und gesagt habe, hier Preis-Leistungs-Verhältnis, also Raumakustik in deinem Kellerraum mit 2,10 Meter Deckenhöhe, bis du das akustisch optimiert hast, so halbwegs, dass du auf dem Niveau mischen kannst, was der Kopfhörer macht, aber geschenkt, ne? Aber wir kamen so aufs Plaudern und deswegen komme ich auch drauf, weil er sagte, er hatte dann Studio One Artist sich besorgt, und hatte dann aber erstmal Schwierigkeiten in vielen verschiedenen Videos auf Englisch dem zu folgen, was da erzählt wurde, wie er das zu bedienen hat. Und deswegen ist er nach langem mal wieder auf meinen Blog zurückgekommen und hat sich dann wieder an mich auch wieder erinnert, wo ich dann denke, also ich habe allein im Dezember jeden Tag ein Video gemacht. YouTube hat es nicht für nötig befunden, dir als Abonnent mal mitzuteilen, dass ich jeden Tag ein Video gemacht habe, aber es steht auf einem anderen Blatt. Haben wir ja schon mal diskutiert. Ja. Und dann habe ich ihm aber gesagt, du hast doch Abitur gemacht, also du müsstest doch einen Grundschatz an Englisch haben und so weiter. Ja, sagt er, also ich habe sogar Englisch-Leistungskurs gehabt irgendwie und ich benutze sogar beruflich, der ist dann Ingenieur geworden, ich glaube technischer Zeichner oder sonst irgendwie so in dem Bereich auf jeden Fall, benutze ich auch beruflich. Aber er sagte, diese ganzen Fachbegriffe aus dem Audiobereich zu nehmen und einzuordnen, zu sortieren, zu verstehen und so weiter und so fort. Er sagt, ich war total überwältigt. Das war so viel. Also das Englische selber gar kein Problem. Aber das war so viel, sagt er, das war totaler Wahnsinn. Und ist ja klar, wenn keine Ahnung, wir uns jetzt ein Video angucken zu einem Thema, was uns interessiert, was uns aber nicht täglich umtreibt. Ja. Und je nachdem, ich meine, es gibt ja auch solche und solche
Englisch sprechende Leute. Das heißt, manchmal hast du noch einen krassen vielleicht Dialekt ja auch drin. Ne? Oder Akzent, ja, weil er aus Thailand kommt. Oder, ja, oder halt British-Englisch ist natürlich, also ne, Indisch. Ganz anders als amerikanisches. Ja. Ne? Oder der eine, der super schnell spricht und der andere hat eine Wolldecke im Mund und so. Das kommt ja auch noch alles hinzu. Ja, ja. Und dann sitzt du ja da auch und willst jetzt irgendwie vielleicht lernen, wie du, keine Ahnung, was Spezielles machst und musst dich darauf auch noch konzentrieren. Ich kann das gut gut nachvollziehen. Ich kann zum Beispiel, obwohl ich eigentlich relativ gut, weit weg von akzentfrei, aber sehr, ich spreche sehr deutsches Englisch. Du hast aber sehr viele Vokabeln. Genau. Darum geht's. Nee, also ich bin schon, würde jetzt mal behaupten, ganz okay unterwegs, was Englisch angeht, aber ich würde mir jetzt niemals einen Film auf Englisch angucken. Echt nicht? Nein. Ich, also ganz ehrlich, das ist für mich, das Unterhaltungsniveau sinkt für mich mindestens um 60% oder so. Wenn ich für mich steigt das. Ja, also nicht weiß. Bei jedem Film, aber als ich das erste Mal den ersten Teil von Harry Potter auf Englisch gesehen habe, da saß ich in einem Flieger irgendwie und es lief nichts anderes irgendwie, also saß ich da und dann habe ich gedacht, guck mal, das ist das erste Mal, dass ein Film von der deutschen Synchronisation gewonnen hat. Weil Daniel Radcliffe, der damalige junge Hauptdarsteller, der war so weit weg von Schauspiel, dass du es im Deutschen noch mit der Synchronisation gerettet gekriegt hast. Aber als er dann selber sprechen musste mit Englisch, hast du gedacht, um Gottes Willen, wer hat den denn gecastet? Ich meine, ist ja alles gut gegangen. Ja, irgendwie, ne? Aber gruselig. Und da habe ich, aber was halt da. Ich habe ja gehört, Harry Potter sollte man mal auf Holländisch gucken. Oh. Das soll wohl sehr, sehr witzig sein. Das könnte für Deutsch. Ja, okay. Nee, was ich dabei sehr genieße, ist, dass, dass bei den nicht synchronisierten Filmen die Atmo von den Filmen viel, viel dichter ist. Weil das ist natürlich die Atmo, die die vor Ort aufgenommen haben mit den Mikrofonen. Und die ist in den Synchronisationen in den seltensten Fällen genauso drin. Die wird nachgebildet, alles gut. Mhm. Aber die ist in den seltensten Fällen so gut drin. Ich weiß nicht, ob sich das über KI jetzt besser regeln lässt mittlerweile, wenn man Sprachen aus Umgebungsgeräuschen rausrechnen kann oder so. Aber das ist auf jeden Fall, aber das hat zum Beispiel für mich auch für den Premium-Bereich, wollte ich nämlich noch erzählen, einen Ausschlag gegeben, die englische Sprache, weil der Wissensfundus im amerikanischen und englischen Bereich ist ja irre groß. Da gibt es Mixing-Engineers, die seit Jahren tollste Platten mischen irgendwie und auch Tutorials machen und so weiter. Und tatsächlich habe ich jetzt angebandelt mit David Glenn aus Amerika. Oh, der macht themixacademy.com. Liebe Grüße, David. Du wirst es nicht sehen, aber Gruß ist raus. Und David macht jetzt 2 oder 3 große Tutorials und mixe bei uns im Recording-Blog tatsächlich. Startend jetzt quasi gerade jetzt, aktuell im Januar sind wir gestartet. Mega. Machen jetzt für die nächsten 2 Monate, also Januar, Februar, machen wir jetzt einen Song, den er gemischt hat und wo er seinen Prozess zeigt. So, jetzt spricht David aber nicht Deutsch. Und genau die Problematik, meine Zuschauer können kein Englisch oder wollen kein Englisch oder denen ist das zu anstrengend, einfach zuzuhören, obwohl sie es können und so weiter. Also habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, wie ich das machen könnte und habe das Ganze übersetzt und synchronisiert. Mhm. Und das Geile ist, ich wollte das erst selber machen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe so den ersten Teil selbst synchronisiert, habe das also erst mir komplett rausschreiben lassen. Da kann man ja heutzutage KI-Tools für nehmen, ne? Rausschreiben lassen, dann den Text komplett, alles, was er erzählt, ne? Achso, also als Untertitel quasi, den dann bearbeitet, damit eben unsere Fachbegriffe auch so klingen. Ne? Die KI kennt keine Fachbegriffe, so dass das alles passt. Dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich einfach, lass David sprechen, pack da Untertitel drunter. Da habe ich gedacht, bei einem 4-5 Stunden Tutorial könnte es echt anstrengend werden, die ganze Zeit die Untertitel mitzulesen, vor allem wenn du verfolgen willst, was der Bursche macht. Genau. Ne? Zumal der in Pro Tools arbeitet. Und wie gesagt, die Prinzipien sind überall gleich, ne? Aber es ist halt so. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann synchronisiere ich das halt. Untertitel habe ich ja schon, also spreche ich einfach drüber. Da ist schon die erste Frage, wie laut macht man eigentlich den Originalsprecher, wenn man selber drüber synchronisiert? Beim Fernsehen ist er ja immer noch drunter zu hören irgendwie. Ne? Mhm. Dann wie synchron muss das sein? Muss ich eigentlich sein Tempo einhalten? Dann habe ich da so die ersten 15 Minuten gemacht und habe gedacht, boah, das könnte aber eine lange Woche werden, wenn ich das hier alles mache. Und dann ist mir das Thema Sprachsynthese eingefallen, das ja mittlerweile auch mit KI besser geht als früher. Sprachsynthese ist im Prinzip Text to Speech, so heißt es im Englischen, also Text zu Sprache. Und habe das mal ausprobiert tatsächlich. Und das hat so gut funktioniert, dass nicht nur David jetzt Deutsch spricht in meinen Videos, im Premium-Bereich, die Tutorials sind also komplett in Deutsch, sondern die sind sogar mit seiner Stimmfarbe. Ja. Und das ist total abgefahren. Krass, ne? Also
das ist wirklich, du kannst jetzt einstellen im Premium-Bereich, im Tutorial, kannst du einstellen, ob du Englisch ganz normal das Tutorial sehen willst oder Englisch mit deutschem Untertitel oder Deutsch. Mit oder ohne Untertitel, kannst du dir aussuchen. Und es funktioniert einwandfrei, weil mir David freundlicherweise sein DAW-Sound und seinen Sprachsound separat geliefert hat, kann ich das auch beides nutzen. Und es ist total geil. Es ist ein total geiles Feature. Und der Typ hat einen anderen Ansatz, weil er ist unter anderem ist der konsequenter Kopfhörermischer. Mhm. Deswegen hat er einen anderen Ansatz zu mischen. Und der ist halt auch amerikanische Schule, ne? Der macht erstmal einen Rough Mix irgendwie, um sich erstmal davon zu überzeugen, okay, was habe ich denn hier eigentlich? Und hört auch gegen den Rough Mix, der ihm zugeschickt wird und so weiter, macht einen Rough Mix und steigt dann überhaupt erst ein. Und dann, bei mir ist, ich starte mit den Drums, also ich höre mir kurz den Rough Mix von der Band an, wenn sie einen mitliefert. Wenn keiner dabei ist, dann höre ich mir eine Referenz an, wenn die mitgeliefert wird, so damit ich weiß, wo die hinwollen. Mhm. Wenn das auch nicht dabei ist, mische ich nach Gusto. Und, so, ne? Und dann Drums hoch, Bass hoch und so weiter und so fort. Nee, der David macht erstmal einen Rough Mix, macht sich mit allen Spuren vertraut irgendwie, macht schon mal so grob kleinere Problemchen weg und so weiter und so fort und steigt dann nochmal tiefer in die einzelnen Themen ein. Total spannender Ansatz. Ist aber eigentlich auch mein Ansatz. Ja, meiner aber nicht. So, krass, ja. deswegen ist es für mich ein total neuer Ansatz irgendwie, ne? Für mich da anders ranzugehen. Und ich weiß nicht, ob er das in der Schule anders lernt. Ich habe es ja nicht in der Schule gelernt. Ich bin ja Learning by Burning Typ. Ne? Also meine Mixe kommen so zustande. Ne? Ich möchte mich da jetzt nicht doch, zu weit erheb aus dem dich Fenster. Über mich, doch. Nein, das sowieso nicht. Doch. Nein, ob man das in der Schule lernt, dazu möchte ich mich zurückhalten, weil. Ich weiß nicht, wie lernt man es bei Hofer SAE oder bei Abbey Road? Gibt es da den einen Weg, der gelehrt wird? Ich schätze nicht. Also ich kann es mir. Vielleicht können die Ausgebildeten aus diesen Instituten hier mal drunter schreiben, wie der Standardweg ist. Ich habe ja auch die ein oder andere Zertifizierung und die ein oder andere Urkunde in der Schreibtischschublade liegen. Du hast den ein oder anderen Input bekommen, wie man es machen kann. Wie man es machen kann, wenn man es. Aber man muss es von einem gewissen Punkt aus auch betrachten. Das ist natürlich jetzt. Ich will das gar nicht zu sehr verrufen irgendwie, aber. Ja. Ich persönlich würde es halt nicht empfehlen. Das ist jetzt so vielleicht die Ausbildung, meinst du, mit den Zertifikaten? Ja, das ist ja nicht unser Thema. Das ist ein anderes Ding. Das soll jetzt auch nicht unser Thema sein, aber der Weg wird da, also jetzt die Herangehensweise an sich wird, glaube ich, da jetzt gar nicht so sehr gelehrt, wie, also mit Sicherheit gibt es je nach Professor oder je nach Dozent oder so, da auch mit Sicherheit Herangehensweisen, die gezeigt werden, aber die jetzt nicht als in Stein gemeißelt dargestellt sind. Ja. So glaube ich nicht. Ne? Aber ich finde tatsächlich den Ansatz interessant, dass du sagst, dass du erstmal die Drums quasi schon irgendwie so mehr oder weniger vormischt und dann das nächste erst dazu fährst. Das ist, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, echt das nicht? So zu machen. Ich weiß immer so. Wobei ich jetzt ja auch sagen muss, dass meine Perspektive darauf ja sowieso eine etwas andere ist, weil ich ziehe ja mit einem Fader alle Drums hoch. Ja, das stimmt tatsächlich. Wenn du ein Stemmastering machst, hast du die Drums schon mal fertig. Ja. Genau, ne? Also mein letzter Mix wirklich ist noch nicht so lange her, aber ist in einem anderen Bereich. Also aber lass doch mal dranbleiben. Also ja, wie würdest du einen Mix starten, wenn du kriegst rohe Spuren, deine DAW ist alle und du machst jetzt den Ordner mit den Spuren auf, ziehst sie rein, hast sie sortiert, hast alles so in deine Reihenfolge gebracht, deinen Farbkodierung gemacht und so weiter. Wie startest du den Mix und wie ist dein Prozedere? Also erstmal habe ich ja schon ein Template. Ja, okay. Das unterscheidet uns beiden schon mal. Also ich habe auch ein Template beim Mastering und ich habe auch ein Template beim Stemmastering natürlich ein Template. Ja, und auch beim Mixing. Also wie gesagt, es ist schon lange her, dass ich für andere Leute gemischt habe. Und da hatte ich aber auch immer ein Template oder verschiedene Templates. Jetzt nicht im Sinne von, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so, sondern natürlich nur für den Starting Point, für den Startpunkt. Was war dann da drin? Waren da schon alle Spuren einmal grob angelegt oder waren da nur deine Busse mit Effekten und so weiter schon vorbereitet? Es gab gewisse angelegte Spuren, es gab dadurch dann schon eine Routing zu Bussen, zu Effektdingern. Die waren jetzt aber alle nicht an, da waren auch schon Plugins drin. Ja, aber die waren halt Knopfdruck nicht an. Schon mal da. Genau, ne? Wenn man jetzt gesagt hat, okay, ich will jetzt einen Hall auf die Stimme haben, dann hatte ich da schon auch irgendwie ein, zwei Effektwege oder so vorbereitet. Ne? Oder auch vier, fünf mit verschiedenen Sachen. Naja, aber grundsätzlich würde ich einen ähnlichen Ansatz immer nehmen, dass ich erstmal schaue, was habe ich denn überhaupt alles? Also was liegt mir denn hier gerade vor? Ja. Ne? Das unterscheidet sich jetzt ja beim Mixing oder Stemmastering. Gut, Stemmastering haben natürlich deutlich weniger Spuren, aber auch da will ich ja erstmal gucken, okay, was ist denn jetzt auf den Backing Vocals drauf? Ist da wirklich jetzt nur eine Gedopplung drauf oder sind da Harmonien drauf oder was auch immer? Also da mache ich mich schon mit vertraut, zumindest
dass ich dann mal in diese Waveform-Anzeige hochschiebe, gucke, wo sind denn Signale, was ist denn da so drauf. Da würde ich schon so arbeiten und würde dann von da aus mit Sicherheit auch so durchgehen wie du, dass ich dann sage, okay, ich mache mir jetzt mal aus den 15 Drumspuren, mache ich mir jetzt erstmal, bastel ich mir mal was zusammen, dass ich erstmal ein Schlagzeug höre im Zusammenhang. Ja, als Instrument. Genau, ne, das würde ich schon vermutlich so machen, aber ich würde jetzt nicht das Schlagzeug mischen, fertig. Das mache ich natürlich auch nicht, das ist ja Unfug. Also du mischst erstmal das Schlagzeug so, dass es erstmal nach Schlagzeug klingt. Ja, Fader hoch, runter, so. Vielleicht Phase, ja. Panorama. Genau, so. Vielleicht mal noch ein Low-Cut oder irgendwie. So die Basics, ja. So. Genau. Und dann bringst du es an Klingen, dann hast du erstmal Schlagzeug und ob es dann hinterher noch so klingt, wenn du fertig bist mit dem Mix, ist ja eine andere Geschichte. Dann wird der Bass hochgeschoben, dann wird danach die Gitarre hochgeschoben. Ja, das ist schon. Gut, dann haben wir also da den gleichen Ansatz. Vielleicht habe ich es auch gerade falsch mitgeteilt oder sonst was irgendwie. Bei mir ist es natürlich jetzt beim Stem-Mastering anders, weil wenn ich jetzt, selbst wenn ich, keine Ahnung, 8 Stems bekomme und die bei mir in die DAW reinlade und ich die einfach nur auf 0 reinlade, dann sollte im Normalfall der Mix zu hören sein, den der Kunde mir geschickt hat. Das wäre gut. Höchstens minus die Busbearbeitung, die er natürlich, auf also die Masterbusbearbeitung, die natürlich ausgeschaltet sein sollte, passiert oft, dass... Beim Export meinst du? Genau, beim Export passiert natürlich oft, dass die Leute da nicht dran denken und dann nicht nur einmal eine Tape-Maschine drauf haben, sondern 8-mal. Auf jeden Mal. Und dann, da ist ja so ein Rauschen. Ja, ich sag, das ist auf allen Spuren drauf, das Rauschen. Aber kriegst du dann den Masterbus, zumindest die Plugins, auch mitgeliefert als Information, dass du weißt, okay, das hat mir gut gefallen, das möchte ich nicht? Was ich immer haben will, ich will immer den Mix halt auch haben, ne? Ja. Also jetzt unabhängig, ob jetzt der oder Stem-Mastering, ne? Also wenn du jetzt einen Mix machst und du schickst mir jetzt, du machst jetzt alles auf dem Masterbus aus, dann ist das ja nicht mehr das, was du eigentlich gehört hast zum Schluss. Ja. Ne? Das heißt, es gibt auch Szenarios, wo ich bis zu 3 Mixe dann von den Kunden gerne haben möchte. Okay. Ne? Einmal komplett ohne Masterbus, dann einmal komplett mit allem drum und dran, auch wenn da 5 Limiter drauf sind und weiß ich nicht. Und einmal halt dann, je nachdem, wenn da halt ein EQ drauf ist und ein Kompressor und ein SUV und ein, weiß ich nicht. Gullfoss nicht vergessen. Gullfoss, ja. Und wenn du das dann, ja. Und wenn du das dann ausmachst, dann denkst du, das ist was komplett anderes Ne? Ist tatsächlich so. So, dann bringt das, macht das ja keinen Sinn. Nee, ne? Dann nehme ich lieber die Version mit dem ganzen Zeug drauf oder manchmal nehme ich auch dann einfach die Version mit dem Limiter schon drauf. Ne? Je nachdem. Ja, du könntest ja die Kette auch nachbauen bei dir. Also du kriegst die ohne ausgespielten Stems und baust dann die Kette bei dir nochmal nach. Ja, also, wäre möglich, aber... Ist ja nicht der Sinn von Mastering, ne? Nee, das Einzige, was ich immer haben möchte, sind die Trackspacer-Einstellungen, wenn die fehlen oder generell mit Sidechaining jetzt. Ne? Ja. Gerade bei elektronischer Musik ist ja super, super viel mit Sidechaining auch. Und das ist dann nun mal das Problem. Es gibt zwar so Tricks, wie du es dann trotzdem den Effekt mit einrechnen ja kannst, ne? Weißt ja, also auf Pre-Fader stellen, den Fader runterziehen, dann geht das Signal trotzdem durch. Aber das ist auch sehr fehleranfällig beim Export. Okay. Ne? Für alle die jetzt komplett mit den Ohren schlackern, irgendwie nicht weiter zuhören, die nächsten 10 Sekunden. Nein, dann lieber sagen, komm, sag mir einfach, was hast du da gemacht? Ne? Ja. Wenn du diese Trackspacer hast oder eine Dingsbox hier, wie heißt das, dieses... ich komme jetzt gerade nicht drauf, ganz, ganz bekanntes Sidechaining-Tool, das gerade in der elektronischen Musik viel benutzt wird. Mein Gott, ich komm gleich drauf. Ja, red einfach weiter. Dann schreib mir das lieber, bevor das irgendwie nachher in die Hose geht. Ja. Aber da ist der Ansatz natürlich so, dass ich alles anmache, alles auf Null und höre. Ja, also ich gehe jetzt auch nicht unvorbereitet in die Session rein. Wenn ich meine Session vorbereitet habe, habe ich in der Regel alle Spuren schon mal freigeschnitten. Ne? Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der sich wirklich die Zeit nimmt und alles wegschneidet, keine Information drin ist, hilft mir. Zum einen habe ich mich mit den Spuren schon mal auseinandergesetzt. Ich habe also zumindest schon mal reingehört, was drin ist, ne, damit ich weiß, was drin ist. Ist ja auch beim Sortieren der Spuren und bei der Farbkodierung der Spuren und so weiter. Es hilft mir aber auch in dem Zusammenhang dann zu wissen, wann was spielt in der Session, damit ich nichts übersehe. Weil wenn du eine 50, 60, 70 Spuren-Session hast oder sonst was irgendwie, da kann es schon mal passieren, dass du den Mix fertig hast und denkst, so, jetzt bin ich aber zufrieden. Ja, total geil. Und dann schickst du das zum Kunden und der sagt, ja, wo ist denn der Shaker? Welcher Shaker? Ja, an der Stelle da im Zwischenteil, da sind 3 Takte, 4 Takte, da spielt der Shaker. Und dann guckst du, jo, da ist tatsächlich der Shaker, habe ich vergessen hochzuziehen. Und in dem Fall
sehe ich dann zumindest, dass der da spielt, ja, ja, weil wenn die Spur von vorne bis hinten durchgeht, sehe ich nicht, wann der das spielt. Das meine ich auch mit diesem, ja, dass du dir die Waveform hochziehst, genau, ja, um zu, ja, gucken. Ich hatte das aber auch schon ein paar Mal, also zwei witzige Geschichten. Einmal, da habe ich für eine Schweizer Hip-Hop, wie nennt man das dann? Nennt man das auch Band? Ja, ne? Kapelle. Oder Gruppierung, Kapelle. drei Jungs irgendwie aus der Schweiz. Und für die haben wir einen Stemmaster gemacht. Und dann auch mit, also die hatten leider den Beat nur als Stereo-Datei, aber ich habe dann jeweils die Lead-Vocals gehabt und ich habe irgendwie nochmal zwei, drei Stems auch gehabt mit irgendwelchen Doppelungen und Adlibs und sowas. Mhm. Und dann habe ich erstmal, da ist auch noch was, was ist denn da? Und hin und her. Und dann habe ich so gemastert und geguckt und gehört und hier. Ich denke so, was ist denn da an der Stelle immer, ne? Da war halt einfach, hatten die halt, das war dann so, ja, bei Rock-Metal würde man Gang-Vocals sagen, ja, halt so Shouts, ja, ne? Und da waren halt mehrere Leute in einem Raum, die dann halt irgendwie sowas reingerufen haben einmal an der Stelle. Aber ne? So wild, also random. Nee, ist schon immer. Random, zufällig, Entschuldigung. Sollte schon immer, war schon immer an der gleichen Stelle, aber das lief halt, klar, die haben jetzt ja nicht immer einen Takt vor dem Schaut auf Aufnahme gedrückt, ja, sondern die haben das natürlich durchlaufen, ach so, lassen. So, und aber es gab halt irgendwie so in einem Teil, haben sie halt vergessen, da was wegzuschneiden, ja, dann. Oder okay, haben es zu früh aufgemacht, ja, oder vielleicht, weiß ich nicht, mit was für einem Tool die das immer. Und ich denke, was war irgendwie so in der Strophe irgendwie, denkst du, was, also im Part, Entschuldigung, sag mal ja Part, denkst du, was. Ist im Teil. Denn, ja, was ist denn da? Ne? Lead Vocals, da ist so ganz normal, der, ne? Ja. Beat angehört, ja, und dann war so ganz klein, aber es kam jetzt natürlich durch die Lautheitsanhebung kam das hoch, hörtest du da irgendwie so kichern und so irgendwie so lachen. Ich dachte, was ist hier denn los? Und da habe ich erstmal, spaßeshalber, habe ich es natürlich weggemacht. Schon mal Fenster, aber, schon mal rausgebrüllt, ey, halt mal die Klappe! Ja, genau. Und da habe ich auch spaßeshalber mal eine Version gemacht, wo ich dann diesen Zeilen nochmal per Clip-Gain irgendwie 10 dB hochgezogen habe. Ja. Ne? Habe ich gesagt, ja, könnt entscheiden, ich habe mal zwei Versionen gemacht und da kam, was hast du da gemacht irgendwie, ne? Ich sag, ja, hört euch mal eure Spuren an da, ne? Haben sich irgendwie kaputt gelassen, sehr über gut, irgendwas, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was, ja, du bist eine halbe nicht, Stunde gerätselt. Tatsächlich nicht, ob sie vielleicht sogar die Version genommen haben. Nee. Happy Accident, oder? Genau. Glücklicher Zufall. Das kann schon sein, ne? Aber vor kurzem hatte ich auch mal das Problem, dass ich eine Master rausgeschickt, das war auch ein Stem-Mastering, ja, und dann so, du hier bei Sekunde irgendwas, da fehlt irgendwie eine Gitarre. Ich sage, das kann nicht sein. Keine. Also ich habe ja nur einen Gitarrenstem, ja, gehabt, ja, so, ne? Ich kann jetzt keine Gitarre rausrechnen irgendwie aus dem Stem, ne? Das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein. Und dann hat er gesagt, ja, hätte jetzt nochmal in den Stem reingehört, da wäre die drin. Und ich saß hier kurzzeitig so, also wirklich endgültig jetzt verrückt geworden. Und es stellte sich aber raus, dass er hatte das exportiert und hatte dann auf meinen Geheiß hin, empfehle ich dann immer, zieht die Stems nochmal in ein leeres Projekt, mhm, alles auf Null und guck mal eben, ob alles da ist. Und da war ihm aufgefallen, dass da die Gitarre fehlt. Ach. So. Also ist er nochmal zurück ins Projekt, hat das exportiert, aber anscheinend in falschen Ordner exportiert oder so. Keine Ahnung. Ne? Und hatte mir den alten Gitarrenstem, ja, geschickt. Ja. Aber bis wir das mal raus hatten, ja, hat er mich für komplett verrückt erklärt und ich ihn für komplett verrückt erklärt. Ja, totaler Wahnsinn. Aber da muss auch erstmal drauf kommen. Ne? Aber es ist tatsächlich, also da muss ich jetzt auch mal bei meinem Mac, ich habe ja diese Magic Maus dabei, ne? Mhm. Die hat so eine berührungsempfindliche Oberfläche, was total geil ist, weil du hast im Prinzip Touchpad und Maus in einem, mehr oder weniger total geil, okay, ist, weil die neigt dazu, Dinge zu machen, die du nicht unter Kontrolle Magic hast. Heißt ja auch, ja, Magic, genau. Vor allem, wenn du in Studio One unterwegs bist, dass du beim Führen der Maus irgendwie den Finger irgendwie drauf liegen hast oder sonst was irgendwie und die mal eben so ein Panorama so, ach so, ein paar Cent verschiebt, okay, oder so. Was die aber auch macht, wenn du die Maus mal an einer bestimmten Stelle stehen hast, dann stellt die auch gerne mal deinen Automationsschalter von off auf read, was ja noch okay wäre, ja, aber dann auf latch oder write, was du nicht merkst. Und wenn, deswegen, da bin ich nämlich gerade gewesen bei dir, dass deine Maus aus Versehen irgendwie auf write gestellt hat. Oder sonst was irgendwie. Und dass du dann beim Gegenhören der Spuren mal kurz so geguckt, du guckst ja nicht hin irgendwie, dass du mal kurz gemutet hast und mal wieder reingeschaltet hast. Und wenn der sich das gemerkt hat, dann ist die Gitarre wirklich an der Stelle weg, weil du eine Automation geschrieben hast, die du gar nicht vorgehabt hast. Es lief ja, die Akustikgitarre lief ja weiter, ja, okay, und es kam eine E-Gitarre dazu. Ich habe gesagt, da ist keine E-Gitarre, definitiv. Da ist keine E-Gitarre. Aber was ich gerade feststelle ist, dass der Aufwand, also der Arbeitsaufwand, den man in der Vorbereitung für einen Master selber hat,
dass der auch nicht unimmens ist. Ne? Du meinst also, jetzt du selber? Also ich als Künstler, bevor ich dir das schicke, ja, damit du ordentlich arbeiten kannst, weil du sagst, bis zu drei Mixe zu schicken, einzelne Stems ausspielen, darauf achten, dass alles sauber ist, exportieren, hochladen und so weiter. Wie machst du den Datentransfer? Lässt du dir das per WeTransfer schicken oder hast du einen Ordner, wo die es reinpacken oder so? Nee, WeTransfer. Also ich habe da so einen personalisierten Link, den kriegst du dann, dann drückst du drauf und dann musst du nur deine Dateien reinziehen. Super. Und deine, ich glaube, E-Mail-Adresse musst du da, ja klar, E-Mail-Adresse. Ja, gut, dann gibt es noch ein Textfeld. Ja. Das ist eigentlich total entspannt. Aber die müssen mir jetzt ja auch nicht da drei Versionen schicken oder so, aber okay, es ist halt viel hilfreicher. Ja, ne? Aber ich meine, wenn man's Mastering machst du ja nur, wenn du es ernst meinst mit deiner Musik. Ne? Also du hast bis dahin schon alles gegeben, was du wirklich geben konntest, und weil du ja das Maximum aus deiner Musik raushaben willst, gehst du auch den letzten Schritt. Das ist ja oft das, was ich dann bemängel. Irgendwie, ihr steckt da so viel Zeit und Energie in eure Musik rein und die letzten 100 Euro oder was auch immer das kostet, investiert ihr jetzt nicht mehr, obwohl das sicherstellt, dass es auf jeden Fall dann hinterher wirklich bestmöglich ist, ne? Und ihr auch im Zweifel nochmal ein anderes Paar Ohren gehabt habt. Also allein das ist ja schon Gold wert, zu sagen, okay, da hat nochmal ein Pro drauf gehört und der sagt mir, gibt dir vielleicht nochmal den ein oder anderen Tipp, was gut sein könnte oder nicht. Das stimmt. Ich weiß noch, ich glaube, es war in der letzten Folge, in der Weihnachtsfolge, glaube ich, auch einer drunter geschrieben, der junge Mann irgendwie, der Skeptiker irgendwie, der gegenüber KI-Tools so skeptisch ist, nur weil ich gesagt habe, dass mich das halt erstmal überzeugen muss. Ne? Ja, aber ist doch bei jedem Plugin so. Ich bin überhaupt nicht skeptisch gegenüber KI oder AI oder wie auch immer man das jetzt nennen will, Tools, sondern ich empfehle auch sogar Leuten, die vielleicht, man ist ja auch schön, viele über den Recording-Blog oder auch von den Premium-Mitgliedern, die dann mal sagen, so, ich habe jetzt mal irgendwie endlich mal hier irgendwie einen Song fertig gemacht auch oder so, ne? Wo ich dann auch sage, du ganz ehrlich, klar, können wir da jetzt schon mastern, aber vielleicht solltest du da erstmal noch an anderen Stellen ansetzen. Genau. So ehrlich muss man dann ja auch sein und da sage ich auch. Das macht aber auch nicht jeder Mastering-Engineer. Nein, ne? Natürlich nicht, aber da sage ich auch immer, ganz ehrlich, sonst hol dir doch mal, wenn die Kohle da ist, Ambition, sonst hol dir doch mal Ozone und schau halt mal, was er dir vorschlägt, wenn du da diesen Assistant da einfach mal anmachst. Ja, ne? Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt und sowas, aber vielleicht, wenn du da jetzt sagst, keine Ahnung, du hast jetzt einen Rocksong, den du mischt und machst dann da dieses Preset für oder sagst, das ist ein Rocksong und sagst hier Analyze und der dir auf einmal jetzt 12 dB im Bassbereich rein oder rausdreht, ob das dann jetzt das perfekte EQ-Setting ist, will ich dir nicht sagen. Nee. Aber das sollte einen dann zumindest schon mal, okay, vielleicht bin ich da komplett falsch unterwegs oder bin sehr, sehr weit weg von irgendwas. Selbst da kann man ja auch sagen, ja, finde ich gut, wenn da 12 dB mehr Bass hat als jedes andere, als alle anderen im Rockbereich. Also ich bin großer Freund davon, tatsächlich solche Tools auch zu nutzen, um sich einfach selbst zu überprüfen, um nochmal selber zu checken, okay, alles klar, ist denn alles eigentlich im grünen Bereich? Das ist bei mir zum Beispiel bei Gullfoss, wenn ich Gullfoss auf dem Masterbus draufpacke und so 10 reindrehe, so bei beiden oder 15 oder so, und wenn der dann nicht viel arbeiten muss, dann denke ich, okay, dann habe ich jetzt nicht alles verkehrt gemacht. Oder, ich kenne den Gullfoss kenn ich leider gar nicht. Du kennst den Gullfoss gar nicht? Nee, Soof kenne ich, benutze ich auch selber. Wobei im Mastering eigentlich fast es gibt auch von Gullfoss gibt es mittlerweile auch eine Mastering-Edition. Mhm. Also die nochmal, weiß ich, noch feiner arbeitet, die auf jeden Fall nicht so grobe Einstellungsmöglichkeiten hat. Eigentlich ein tolles Tool, müsstest du dir mal angucken. Also tatsächlich würde ich mal empfehlen, dir mal anzugucken. Wir sind zwar noch nicht in der Plug-Influencer- Rubrik, aber vielleicht machen wir das einfach fürs nächste Mal. Vielleicht hast du bis dahin ja mal Zeit gehabt, in den Gullfoss reinzugucken. Ich glaube, ich habe zu Hause noch eine Lizenz liegen. Oha. Könnte ich mal gucken, ob ich dich damit infektioniere. Nicht, dass wir da... möchtest du mich influenzen, meinst du? Ja, in dem Fall könnte ich dich sogar influenzen. Aber tatsächlich ist es, also ohne zu viel zu sagen, und wir sind noch nicht in der Rubrik, aber der Gullfoss, ich habe noch keinen gesehen, dem das nicht ein Lächeln aufs Gesicht gezogen hat. Einfach, weil der so wie... Also Sooth ist natürlich... Wenn man sich mal darauf eingehört hat, kann der schon richtig eingreifen. Ne? Aber bei Gullfoss ist es halt, der macht halt alles irgendwie besser. So. Ein Better-Maker. Ja, so wirklich ein Better-Maker. Den machst du drauf, irgendwie 2x10. Wobei ich jetzt Zuf auch nie, ich kenne auch einige oder sehe das auch häufig mal, dass sie dann Zuf wirklich in diesem kompletten Breitband-Modus jetzt, ne? Also so wie der Gullfoss ja, glaube ich, auch arbeitet. Ne? Ja, den kannst du auch reduzieren, in welchem Bereich der arbeiten soll. Aber wenn du den Zuf wirklich sagst, kein Low-Cut, kein High-Cut, keine Anhebung jetzt auf den Frequenzbereich, einfach nur flat, ne? Und den dann reindrehst,
benutze ich jetzt nie. Ich weiß gar nicht, wenn man den dann halt mal richtig reinredet. Du kannst dir ja auch das Delta-Signal anhören, genau, also das, was er dann rausrechnet. Ja. Vielleicht ist es auch interessant zu wissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze den gar nicht so häufig. Wenn dann eigentlich eher für irgendwas in den Höhen. Mhm. Also wenn mich irgendein Zischeln oder so, ob das jetzt S-Laute also oder Hi-Hat oder so. Nee, gar nicht. Ja. Wenn mich da irgendwas nervt, aber dann stelle ich den auch sehr steil darauf ein. Also dann mache ich auch einen Low-Cut bis 10 kHz und einen High-Cut ab 14 und dann mache ich dass da noch 12 dB in dieses Band rein, dass er dann halt darauf mehr hört. Weil ich dann wirklich irgendwas lösen will. Weil ansonsten habe ich immer das Gefühl, klar ist da vielleicht mal eine Resonanz, die ja dann irgendwie da rausnimmt. Aber dann nimmt er mir auch ganz oft Sachen raus, die ich halt gar nicht raus. Ja, du kannst den halt nicht so zu 100% kontrollieren irgendwie. Ne? Also was viele machen irgendwie im Mixing, ist tatsächlich den erstmal standardmäßig auf eine Stimme drauf zu schmeißen. So, um schon mal nöliges Genöle rauszuholen und schon mal im S-Bereich schon mal ein bisschen aufgeräumt zu haben, bevor du überhaupt irgendwas machst. Ne? Mhm. Also für viele Leute ist das tatsächlich ein Go-To-Ding, weil der einfach automatisch schon gute Dinge macht, wenn du ihn jetzt nicht zu viel reindrehst. Ja, ne? Klar. Ja. Aber geschenkt. Aber Gulfast müssen wir uns mal genauer angucken. Aber wo wir gerade über Plugins reden, ist so eine gute Gelegenheit für unsere Rubrik Plug-Influencer. Genau. Und wir haben dieses Mal, wir haben eigentlich eine Plugin-Kategorie mehr oder weniger vorbereitet, weil wir nicht so richtig wussten, welches von diesen Tools nutzen wir denn. Wir reden heute über Hall. Und Hall, oder wie nennt man das, Räumlichkeitsprozessoren, würde man sagen, oder so, Reverb im Englischen, ist ja eigentlich ein sehr breiter Begriff. Weil der ein ja, zeitbasierter Effekt. Ja, es ist im weitesten Sinne ein Delay, aber ein infinit, also multiples, infinites Delay von extrem vielen Quellen mit verschiedenen Zeitkomponenten. Nein. Oder kurz Hall. Hall, so könnte man es auch sagen. Aber tatsächlich ist Hall-Prozessoren, einige Menschen machen daraus eine richtige Religion. Ja, absolut. Ne? Also es gibt ja die Analogfraktion, die Digitalfraktion, irgendwas dazwischen, die moderne Fraktion, dann gibt es die Impulsantwortfraktion und alle. Guck mal, ich habe sie ja alle. Also um sofort zu sagen, ja, meine Plug-in-Liste über Hall ist so hatte sie schon lang. Ich hatte sie alle. Ich hatte die EMT 104, ich habe die EMT 140 Hall-Platte. Das ist ja eigentlich eine Nachbildung eines mechanischen Halls. Ne? Also eine Platte, die schwingt, dann über Piezos abgenommen wird. Wie Piezos sind die Dinger, die in Gitarren... Ist das nicht dieser Beatles-Hall, dieser legendäre EMT? Das weiß ich, ob das der Beatles-Hall ist. Ne, die hatten ja im Abbey Road haben die auch eine Hallkammer gehabt früher. Das heißt, die haben Räume, in denen Lautsprecher drinstehen. Na, aber ich warte mal eben. Also EMT 140, EMT 250, dann der digitale Nachfolger. Und EMT ist ja eine deutsche Firma gewesen, das darf man nicht vergessen. EMT 250, der erste große Digitalhall, klingt fantastisch. Dann natürlich die Lexikon-Fraktion, 240 und 480 und das, alles, was dazwischen ist. Da wären wir dann auch eigentlich bei dem Plugin der Woche. Genau. Dann die moderne Fraktion, die rein Plugin-basiert arbeitet. Das sind dann zum Beispiel diese großen Hall-Prozessoren von Hofer zum Beispiel, dieser große Hall, den wir haben. Fabfilter Pro Air. Fabfilter Pro Air, Valhalla natürlich, so die Klassiker, um die dreimal zu nennen. Irgendwie bei Hofer nicht international der große Klassiker, ist aber ein sehr potentes Tool sein soll, habe ich von vielen schon gehört. Mhm. Vor allem, weil die ganzen Hofer-Absolventen den ja kostenlos quasi nutzen können. Das gehört bei Hofer mit dazu, die Plugins, die machen. Und also Valhalla ist auf jeden Fall für jeden ein Go-To. Und dann eben die Impulsantworten, wo ja jede DAW auch einen Impuls Plugin quasi mit drin hat, wo du Studio allein One, bei Studio One Air, hast du so eine Liste. Open Air, ne? Open Air, genau. So eine Liste. Der ist jetzt auch immersive, also immersiv fähig. Ich habe jetzt gelesen, dass Studio One, ich habe es noch nicht benutzt, aber auch Atmos kann. Aber es steht auch, seit dem letzten Update. Ja, seit einem halben Jahr, genau. Ja, genau. Habe ich noch nicht installiert. Ich bin noch bei Version 5. Nein. Oha. Ja, weil die nicht so oft abstürzt. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Nee, was ich aber sagen wollte, ist, in Open Air ist halt auch eine Impulsantwort vom Lexikon 480 drin. Und darüber wollten wir sprechen, über das Lexikon 480. Lexikon 480. Denn wenn man einen Hall, wenn man keine Ahnung davon hat und einfach nur diesen bekannten Pop-Hall, diesen, der Engländer würde sagen, lush, diesen lässigen, irgendwo im Hintergrund nicht zu aufdringlichen Hall, der auch mal lang sein darf, haben will, dann ist es ein Lexikon-Hall, tatsächlich. Ne? Ja, also ich bin da mittlerweile, ich habe auch super, wobei so viele Hall habe ich gar nicht.
Tatsächlich, also meine ja, Liste Mastering ist viel kürzer. Nicht, ne? Ja, aber ich komme ja wohl durchaus auch aus dem Mixing und Bereich so. Aber irgendwie, also ich hab den Pro Air, ne, Fabfilter. Mhm. Ich habe den Lexicon Hall, den 84, und ich glaube, ich habe von Soundtoys noch diese Plate, Little Plate. Little Plate ist auch super, ja. So, jetzt mal von den Studio One internen Sachen abgesehen. Aber ich glaube, damit bist du ja auch. Ich glaube, mehr Hall besitze ich tatsächlich. Nee, mehr muss also man ich auch müsste eigentlich gar nicht. Wirklich lügen. Nee, ich habe sonst keinen Hall. Ja. Und dieser 84L, ich bin ja der Meinung, wenn du den hast, den gibt es ja von der, ich habe den zum Beispiel auf der UAD, den gibt es auch von Native Instruments. Ich habe den von Native Instruments, hab ich den noch 24 und 48. Ich weiß, welche Buchstaben dabei waren, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Gibt es, glaube ich, noch Relap oder so. Genau, das waren so die ersten, die, glaube ich, den 240, Lexicon 240 nachgebaut haben und so weiter. Kann sein. Aber wenn du irgendeins von den Dingern hast, vielleicht gibt es sogar, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es da sogar einen kostenlosen 84L noch irgendwo als ja, Emulation. Als Impulsantwort, ne? Auf jeden genau, Fall gibt es jede Menge, die man sich runterladen kann und so. Also ich finde, egal ob du da jetzt eine Hall, also eine große Halle irgendwie mit 2-3 Sekunden Zeit hast oder ob du einen kleinen Raum hast oder halt eine Plate oder so. Ja. Also ich finde alleine schon, wie du auch eben gesagt hast, beim Durchklicken der Presets bist du eigentlich schon fast immer da und den Rest machst du im Zweifel halt einfach mit dem Anteil, den du reinschickst oder den du dann halt reindrehst nachher über den Mixregler oder über den Fader vom Effekt Return oder halt vielleicht mal ein Pre-Delay oder halt die Decay-Zeit, die du einschätzt. Aber ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Hall nutze oder einstelle, da klicke ich mich jetzt auch nicht erst eine halbe Stunde durch jeden Parameter durch, sondern... Ich bin ja sowieso bekennender Preset-Klicker, was das angeht. Jetzt nicht bei EQ oder Kompressor oder so. Ja, ja. Bei EQ, Kompressor sind Presets auch hilfreich, wenn man sich mal einarbeiten möchte, um mal zu gucken, wie so das Preset heißt Kick, dann gucke ich mal, wie die vorschlagen würden, eine Kick zu machen. Oder das Preset beim Kompressor heißt Kick, so würden die einen Kompressor geschenkt. Aber bei Hall bin ich tatsächlich stumpfer Preset-Klicker. Das heißt, die einzigen beiden Regler, zum Beispiel bei meinem Valhalla, die ich benutze, sind Mix und die Länge. So. Und hin und wieder reißt es mich mal durch, dass ich sage, oh, jetzt nehme ich nicht den 70er Hall, sondern den 80er oder den Modern oder sonst was, irgendwie, keine Ahnung, aber original, wenn das Hall macht, dann macht das Hall. So, fertig. Ne? Und der Lexicon ist halt, den packst du drauf, set and forget, sagt der Engländer, ne? Einstellung, fertig. Ne? Also, das ist wirklich so, wenn ich mal wirklich Hall brauche, das ist ja schon relativ selten, was der Fall ist. Sollte sein. Aber was tatsächlich häufig mal passiert, ist, dass hinten bei einem Stereo-Mix oder so zu schnell abgeschnitten wird. Dass in dem Export oder so. Ach so, dass der hinten so abreißt plötzlich. Genau, ne? Und da habe ich schon ganz oft einfach, wenn wir jetzt mal irgendwie, da gibt es wirklich so einen Hit am Ende, nochmal so ein Buff oder so, dass ich dann einfach quasi ein Little Plate Sound aus, ein Regler. Ja. Keine Ahnung, auf 2 Sekunden, 1 Sekunde, scheißegal. Legst du drauf, per Automation, an wo dieser Hit ist, geht der Kanal auf und es macht halt nicht psch, weg, sondern psch, und alles ist schön. Ja? Und ich glaube, da hat mich noch nie jemand drauf angesprochen oder so. Irgendwie, aber ich denke dann immer so, boah, nee, das kannst du so nicht lassen jetzt am Ende. Das ist, nee, Liste. Also du kannst natürlich einen Fade machen irgendwie, aber dann ist der, also der Mensch ist ja nicht doof, ne? Der kann zwar nicht sagen, was nicht richtig ist, aber das, was nicht richtig ist, kann er auf jeden Fall sagen. Und gerade bei Räumlichkeit ist der Mensch extrem sensibel, was das angeht, wenn was nicht stimmt, wenn was nicht stimmig ist. Deswegen hat er mal eben so ein Ding draufgeknallt und dann da eben halt auf den letzten Impuls da dann den Kanal aufmachen per Automation und schon ist alles super. Ne? Ja, und schon einen halben Tag darauf war, dass du nochmal eine neue Ausgangsbasis zugeschickt ist. Ja, ne, die ich vielleicht dann auch schon irgendwie mühselig manuell editiert habe in der X oder so. Sonst was. Dann lieber so, ne? Und ansonsten, bei mir ist im 480L, glaube ich, Large Hall. Der Original 480 hat ja diese Kategorien: Hall, Plate, Room, weiß ich nicht. Und da ist Halls, Large Hall, also Hallen, große Halle, 2, irgendwas Sekunden Decay und fertig. Und fertig ist die Laube. Genau. Ne? Und fertig ist die Laube. Und tatsächlich, es gibt durchaus Szenarios im Mastering, wo du einen Hall benutzt.
Das ist wirklich so. Also nicht, ich rede jetzt nicht wirklich nicht von Hall als hörbaren Effekt, sondern Hall als, was viele dann immer als Glue und so. Ja, ja. Ne, wenn du irgendwas hast, wo das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, ne, oder wo auch wenig Räumlichkeit benutzt wurde insgesamt. Oder gerade so orchestrale Sachen oder sowas. Diese ganzen Christmas Garden-Geschichten haben ja häufig von erzählt. Das ist ja im Prinzip alles so Orchester, Cinematic, Musik quasi aus der Dose, zum Großteil. Da habe ich ganz oft nochmal wirklich hinten auf dem Masterbus sozusagen oder dann halt auf das im Mastering nochmal ein Hall mit 2-3% maximal. So, ja, ne? So der Bodensatz quasi nochmal. Ja, sagen. Das ist wirklich ganz minimal, aber du hast plötzlich das Gefühl, dass alles doch noch mehr zusammen in einem Raum steht. Ne? Das Interessante ist ja, dass das ja hier für deine Abhöre gilt, ne? Das ist da, wo das dann abgespielt wird, ist ja sowieso nochmal eine andere Baustelle. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Räumlichkeit nehme, in Anführungszeichen, wo das abgespielt werden würde, würde ich mich jetzt fragen, ob diese 2-3%, die du hier auf jeden Fall als wichtig erachtest und die auch wichtig sind, ne, ob die da eine Relevanz spielen, wenn die über ein 100-Volt-System irgendwie draußen in den Karpaten abgespielt werden, ob das dann noch relevant ist. Das weiß ich nicht, das Ganze ist jetzt ja auch als Christmas Garden Playlist da macht es natürlich erschienen, Sinn, bei Spotify erschienen. Ja. Und es gibt wahrscheinlich für viele nicht neu, für mich tatsächlich neu, ein Tool, was sich muso.ai nennt. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Eine Credit-Plattform, also wo man sehen kann, wer an was gearbeitet hat und hast nicht gesehen und Musiker und Engineers und was auch immer. Ich habe doch festgestellt, dass die Streaming-Zahlen von dieser Playlist, die ja eben bei Warner Music Deutschland, ist ja jetzt kein ganz unbekanntes Label, erschienen und vertrieben ist. Und tatsächlich, wo ich halt dachte, naja, wo ist denn der Markt für sowas? Ne? Also ist der wirklich so stark vorhanden? Ja, das hat Weihnachten ordentlich gescheppert da, was die Streaming-Zahlen angeht. Und dann freut es mich natürlich ungemein, dass da eben auch so Kleinigkeiten, natürlich, wir reden davon, von einem unheimlich genialen Komponisten und Produzenten, der das alles gemacht hat, der ja auch teilweise mit dem Henning Verlage sind ja auch Songs da oder Titel entstanden, wo Henning mitproduziert hat, mitkomponiert hat. Das ist schon ein extremes Niveau. Musst du das dann bei Muso AI, musst du dann quasi einen Pfeil hochladen und zu sagen, daran habe ich mitgearbeitet, damit die künstliche Intelligenz... Einfach nur eine Verknüpfung zu Spotify, glaube ich, ist halt... Okay, alles klar. Weil ich bin angeschrieben worden von einem Dienstleister, dessen Dienst ich promoten sollte, aber ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte damit, also aktuell. Die haben ein Tool programmiert, mit denen quasi Beatproduzenten überprüfen können, wo ihre Beats überall genutzt werden. Also es ist ja so, wenn ich einen Song schreibe, dann wird mein Song bei mir genutzt und bitteschön, der wird von keiner Coverband gespielt oder sonst was irgendwie, das ist mein Song, wenn ich den rausbringe und wenn er 1000 Klicks kriegt, ist gut. Ne? Aber es gibt ja diese Beatproduzenten... Warten wir mal ab, wenn der Sommer-Sonnenfinger rauskommt. Ne? Aber wenn diese Beatproduzenten dann da am Start sind und auf irgendwelchen Beatpacks zum Beispiel stattfinden und so weiter, dann wollen die im Zweifel ja vielleicht auch wissen, bei welchem Top-Hit oder Hit in Indien oder sonst wo irgendwie ihr Song... oder ihr Beat genutzt wurde. Und dieses Tool kann das eben tatsächlich. Mhm. Ne? Also das ist ein kostenpflichtiger Dienst, machen wir uns nichts vor. Ist ja auch eine Dienstleistung, die da geboten wird. Ne? Aber die sollen angeblich sicherstellen, dass sie dir dann genau sagen können, wann und wo dein Beat genutzt würde. Und dass du halt auch herauskriegen kannst, ob diejenigen im Zweifel auch entweder deine Credits oder dir Kohle bezahlt haben dafür. Ja, ja, klar. Zur Nutzung der ganzen Geschichte. Ne? Aber das ist ja dann ähnlich, wenn man das mal überlegt, ähnlich wie halt so die Upload-Filter auf YouTube und Co. ja auch funktionieren. Schon funktionieren, genau. Ja. Ja, genau. Das ist ja schon, finde ich schon erstaunlich. Ne? Ich habe da auch vor kurzem mal vier Videos hochgeladen bei YouTube über eine Cover-Geschichte. Mhm. Also es waren 4 Cover-Songs. Bei 3 hat er tatsächlich dann auch den Urheberrechtsverstoß. Also, ne, das funktioniert sozusagen wirklich schon sehr gut. Ja. Allerdings manchmal auch zu gut. Also unter anderem zum Beispiel, dass Leute geclaimed werden für ihr eigenes Zeug, was sie hochgeladen haben. Was natürlich doof ist, weil du hast immer einen Verwaltungsaufwand, das wieder gerade zu rücken irgendwie. Und es schwingt auch immer mit, dass YouTube der Herr der ganzen Geschichte ist. Ne? Das heißt, wenn YouTube entscheidet, dieser Einspruch war nicht gerechtfertigt, dann kriegst du einen Strike oder sonst was irgendwie, was dir wehtun kann. Und jemand wie bei mir zum Beispiel, 3 Strikes und der Kanal wird ansatzlos gelöscht. Echt? Hast du ein Problem.
Was? Weil es ja, wird ohne Frage einfach stumpf gelöscht und dann stehst du da und hättest im Zweifel den Verlust deiner Geschäftsgrundlage. Also genau. Nicht, dass YouTube meine Geschäftsgrundlage ist, ne? Aber ja, ein Teil meiner Geschäftsgrundlage. Schon, ja. Ne? Aber unabhängig davon, die ganze Arbeit, das ganze Wissen und alles, was da reingeflossen ist, habe ich Backups von geschenkt. Ne? Es gibt ja unter uns IT-Nerds gibt's ja den Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Aber trotzdem ist das immer so, bei jedem Einspruch, den du einlegst, überlegst du dreimal, ob du den einlegst, weil wenn der abgeschmettert wird, hast du einen Strike auf jeden Fall schon und der bleibt ein halbes Jahr stehen, dann hast du nur noch zwei zur Verfügung. Wenn was schief geht oder irgendeiner dir nicht Gutes will, apropos nicht Gutes will, das bringt mich, mich auch zu einem Thema, denn wir haben ja im Rahmen des Adventskalender Gewinnspiels ja. Haben wir ja zwischen den Tagen den großen Livestream gehabt, wo du auch mit dabei gewesen bist. Das war ganz, übrigens ganz großartig. Das war einer der schönsten Livestreams, die ich seit langem gehabt habe. Also der Cubase-Livestream war auch super, aber super anstrengend für mich. Ja, aber dieser war super schön, weil Ilan war dabei von Noiseworks, du warst dabei, ja. Wir haben schöne Verlosungen gemacht und so weiter. Das Blöde ist nur, dass dieses Gewinnspiel auch jemanden auf den Plan gerufen hat, der es nicht so gut meint. Und meine liebe Frau Anna hat mir mitgeteilt, dass das bei Instagram noch viel verbreiteter ist. Denn es sind ganz viele Leute bei den letzten zwei Videos, also letzte Podcast-Folge, war übrigens Folge 44, ich hatte nicht 45 oder 46, wie ich es fälschlicherweise gesagt habe, sondern Folge 44, dies ist Folge 45. Und die Folge davor, wo ich mit Markus Bertram gesprochen habe, da hat tatsächlich irgendjemand einfach wahllos einen Fake-Account erstmal angelegt, das hieß Posteingang von Telegram, dann so ein File und dann Recording-Blog dahinter geschrieben und mein Foto geklaut. Und dann mit diesem Profil bei den Leuten unter ihre Kommentare drunter geschrieben, kannst du mich mal kurz anrufen. Für alle, die diese Nachricht bekommen haben sollen, ich war es nicht. Ich bin erstens nicht bei Telegram und zweitens schreibe ich in den seltensten Fällen jemand an, kannst du mich mal anrufen? Wenn, dann schreibe ich auch warum, wer und was nicht und so weiter und so fort. Der Kanalname, Der Fake-Kanalname war bei YouTube Posteingang von Telegram. Ja. Und dann hat wohl auch einige Leute, haben dann wohl geschrieben und einige Leute waren wohl auch bei Telegram. Ich bin nicht bei Telegram. Ich auch nicht. Und sind dann da wohl auch in eine Kommunikation gekommen mit wem auch immer, wurden da gesiezt und sollten irgendwie was ihren Gewinn und Adresse hinterlegen und so weiter. Das sind alles Fakes, die wollen euch nur abzocken. Also, ne, also es tut mir wirklich sehr leid, dass es in diesem Zusammenhang gewesen ist. Und wie gesagt, meine Frau Anna sagte, dass bei Instagram mittlerweile, wenn du, sobald du Hashtag Gewinnspiel drunter schreibst, hast du ein Problem. Weil diese Bots da sofort crawlen und dann, also krabbeln und dann ja, sofort. Ja, es gibt Sachen, die muss man auch nicht übersetzen. Ja, wirklich, tatsächlich. Und wo du wirklich denkst, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe dann viele Leute, und das ist ganz toll an der Recording-Blog-Familie ist, die wissen, wo, an wen die sich wenden müssen. Das heißt, die schreiben zwar vielleicht im Zweifel bei Telegram, kriegen entweder keine Antwort oder eine komische Antwort und schreiben mir dann per E-Mail, weil das ist der Weg, auf dem ihr mich erreicht. Also nur nochmal, als ich es gesagt habe, ihr erreicht mich grundsätzlich per E-Mail jonas@recording-blog.com oder info@drwversteher.de. In diesem Fall kommt ihr zu uns. Und andere Wege zur Kommunikation, ihr schreibt einen Kommentar und ich kann dann antworten und so weiter und so fort, wenn ihr mich auffordert, aber nicht, dass ich euch auffordern würde. Das war jetzt blöd im Rahmen dieses Gewinnspiels, dass da witzigerweise, unwitzigerweise in diesem Fall, der Gewinner vom Hauptgewinn, der hat ja das große Mikrofonset gewonnen, das musste ich also verschicken und dann hat dieser Fake-Idiot dem auch noch geschrieben, dass seine Post nicht zugestellt werden konnte. Jetzt hatte der einen inhaltlichen Kontext, weil der erwartete ein Paket von mir. So, also die sind nicht mehr doof, diese Fake-Leute. Ne? Die machen dann so eine Art Social Engineering, nennt sich das dann im Englischsprachigen. Ne? Die versuchen herauszukriegen, wo ist die schwächste Stelle in der Geschichte. Ne? Und den dann darüber versucht zu kodieren. Und der Gernot hat mich, der Gewinner, Glückwunsch übrigens nochmal an dieser Stelle über Gernot und alle anderen, die auch gewonnen haben. Alle. Gernot hat mich dann per Mail angeschrieben. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Leute nicht mehr ohne rückzufragen oder viele Leute ohne rückzufragen einfach Sachen hinnehmen im Internet. Die fragen nochmal nach. Ja. Das ist schon mal gut. Das heißt also, die Kompetenz, die digitale Kompetenz ist da schon sehr gewachsen. Alle sehr sensibilisiert für. Ja klar, jeder ist schon mal irgendwie abgezockt worden oder zumindest blöd angeschrieben worden. Ich weiß nicht, wie viele Mails ich alleine zum Thema Solaranlage ich pro Tag zugeschickt bekomme. Ich soll mich doch jetzt mal endgültig melden. Der Termin gibt nur noch heute. Wichtig, dringend, Ihre Förderung läuft aus. Wo ich dann denke, lest den Spiegel. Dann wisst ihr, welche Förderung es nicht mehr gibt. Ich krieg momentan fast täglich irgendwie mehrere
SEO, irgendwas, Ranking von irgendwelchen so. Indischen oder... Wie sie oder vielleicht nicht wussten, machen sie alles verkehrt. Was ist aus den Viagra-Mails geworden eigentlich? Ja, genau. Ich hatte neulich noch ein Video von einer Comedian geschrieben und die erzählte da auf der Bühne, erzählte sie von, dass man nachts so einen Fernseher einschaltet und dann sitzen da zwei nackte Muddis in der Wanne und sagen, komm zu uns, wir sind schon ganz feucht. Und die Comedian sagt dann, ja, ist doch klar, ihr sitzt ja auch in der Wanne. Natürlich ja, seid ihr ganz feucht, das ist ja völlig logisch. Ne? Aber ehrlich gesagt, wenn du abends um diese Uhrzeit den Fernseher anschaltest, da sitzt keine nackte Mutti mehr und sagt, hier, komm zu mir, ruf 0169, puh, kickisch mit der Peitsche. Da ist hier Slot Machine, Gewinnspiel, hast du nicht gesehen und so weiter, aber nur in Schleswig-Holstein. Und du guckst um die Uhrzeit kein Fern, ne? Nee. Ich normalerweise auch nicht, aber wenn ich Football gucke, American Football, ach so, ja, der läuft halt relativ lange, weil die Spiele teilweise live übertragen werden und dann sitzt halt auch schon mal nachts um 1 oder 2 vorm Fernseher und da kommt ausschließlich Werbung von irgendwelchen Slot-Machine-Abbildungen fürs Handy, wo du mit 50 Euro Startguthaben Millionen gewinnen kannst, wo ich mich dann wieder erinnern musste an unseren Abend in Hamburg, ja, wo wir in der Dingsbums-Klause Ratsherrenklause saßen. Das war schön. Und das war ein schöner Abend. War schön, ne? Ja. Wo diese zwei komischen Gestalten hinten in der Ecke von der Raucherkneipe saßen, an der Slot-Machine. Und da jetzt aber nicht mehr die Heiermänner reingeschoben haben, also die 5-Mark-Stücke, sondern die 20-Euro-Scheine da oben reinstecken konnten. Und ich davor gesessen habe und gesagt habe, was die sich wohl davon erwarten. Also was soll der wohl ausspucken? Also dass dieses Gerät nicht das ausspuckt, was du reingesteckt hast, ist doch die Geschäftsgrundlage von dem Ganzen. Nein, das ist schon alles, die wollen schon dich glücklich machen. Irgendwann spuckt der. Ja, klar. Also wenn man es darauf reduziert, dass sie dich zwischendurch mal mit ein bisschen Endorphin glücklich machen, alles gut irgendwie, aber du gehst hinterher mit weniger Geld nach Hause, als du vorher reingegangen bist. Das ist schon, wobei das passiert mir in jeder Kneipe. Da gehst du aber auch glücklich raus, im Idealfall. Apropos Kneipe, hast du denn eigentlich mal Déjà-vu probiert? Natürlich habe ich Déjà-vu probiert. Und? Kann man machen. Ich habe allerdings kein Eis reingemischt und habe das Verhältnis noch so ein bisschen justiert, ja, irgendwie zwischen Tonic und Déjà-vu. Aber kann man definitiv machen. Meine Frau fand es nicht so gut. Die sagte, da wird man so komisch betrunken von. Also komisch betrunken. Okay. Nicht nur einfach nur schön betrunken, sondern Déjà-vu? Komisch betrunken. Ja, genau, hast du ein Déjà-vu. Ja. Aber nee, ich habe es tatsächlich getrunken und gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde aber, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich würde Campari auf Eis vorziehen. Ja, alles gut. Ne? Also toller Exkurs auf jeden Fall, vielen Dank für die Möglichkeit, aber andersrum. Wir haben schon mehrere Leute jetzt durchaus influenced, ja? Also nicht wir beide, die jetzt, das dann ausprobiert haben, sondern irgendwie an Weihnachten oder über die Feiertage, ja, auch, die hatten auch ein hier mal eine Flasche mitgebracht, da mal eine Flasche mitgebracht oder verschenkt oder so. Und es ist jetzt so, wir haben am... Wenn ihr das jetzt hört, war das gestern. Wenn ich das erzähle, ist es morgen. Ja. Einen Aperol-Abend, vor dem ich schon seit Wochen, seitdem der Termin feststeht, Angst habe. Weil ich Aperol einfach überhaupt nicht, das ist nicht mein Getränk, das wird auch nicht mein Getränk werden. Ja. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Aber ich habe gedacht, ich kann ja noch heimlich so eine Flasche Déjà-vu runtermogeln, weil es ja eben nicht ganz so wie Aperol dann ist. Aber das ist so generell die Getränke, ich habe jetzt wieder festgestellt, das ist alles nicht meins. Du bist halt Gin-Trinker, ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich habe extrem wenig Gin jetzt getrunken in den letzten 2-3 Wochen. Kommst? Ja, weiß ich nicht. Keine Gelegenheit. Apropos, ja. Wie ist denn eigentlich die Zeit verlaufen seit unserem letzten Mal? Hast du noch irgendwas Cooles gemacht? Für diese Gönn-Dir-Zeit? Also, ich hatte zum Beispiel diese Woche Gönn-Dir-Zeit. Ne? Und Gönn-Dir-Zeit heißt für mich, dass ich dann immer mal die Gelegenheit nutze, um mal wieder ein Videospiel zu spielen. Mhm. Und habe das auch gemacht. Also Baldur's Gate 3, nur für diejenigen, die es interessiert, habe ich gezockt. Bei sowas bin ich ja immer weniger. Wir waren halt ja sehr viel unterwegs in der Republik von A nach B. Ja, stimmt, und du hast ja die Familie überall verteilt, genau. Genau, und wir hatten Freunde zu Besuch über Silvester und so, das war super schön. Ich habe extrem viel gekocht und gegrillt und gesmoked und sowas halt. Ne? Das meine ich. Das genieße ich ja dann auch. Dinge zu machen, die man gerne macht, für die man sonst im Alltag
nicht zu viel Zeit hat, sondern nicht die Ruhe hat, die zu machen. Ja, so, genau. Sich also wirklich in Ruhe mal auch mittags schon hinzusetzen, so Abendessen ist in 6 Stunden. Ich fange schon mal gemütlich an. Genau, was können wir machen, ne? Irgendwie so, ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch zu Weihnachten, ich meine mittlerweile, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir sind jetzt nicht mehr so krass mit Geschenken irgendwie, dass man da jetzt... Wir haben noch Kinder, ne? Aber so krass sind wir tatsächlich da auch nicht. Ja, ja, also jetzt so übertrieben, ich meine, gab immer noch mehr als ausreichend Geschenke, so ist nicht. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, bis auf eine Ausnahme, jedes Geschenk, was ich bekommen habe, ob klein oder größer, hat irgendwie mit Kochen, Grillen oder Essen zu tun. Es tut mir leid, ich war auch beteiligt, oh je. Stimmt, genau. Ja, habe ich übrigens, hier der große Lava, habe ich auch viele Leute mit neidisch gemacht, die ich in den letzten 2 Wochen getroffen habe. Gut. Ich habe tatsächlich ein wunderschönes Rumpsteak hatte ich. Mhm. Und habe dann so überlegt, na gut, gibt ja mehrere Methoden, ne? Auf dem Grill, direkt grillen, in der Pfanne oder rückwärts grillen und hast du nicht gesehen, ne? Spülmaschine, genau, Sous Vide ist es ja, ja quasi, ne? Ja, und dann habe ich mal geguckt, ja, wie wird der Herr Lava das ja wohl machen, ne? Und habe tatsächlich nach dem Rezept von Lava dann quasi das Steak gemacht. Mhm. Der mariniert das sozusagen vorab mit den Gewürzen und so. Ne? Also er schmeißt es nicht nur mit in die Pfanne zum Aromatisieren, sondern mariniert das so ein bisschen und dann ist es aber standardmäßig halt auch ganz normal von jeder Seite irgendwie anbraten oder angrillen und dann halt indirekt oder in dem Backofen. Ne? Aber in dem Buch die Dokumentation. Super genial. Ja. Jeder Schritt hat ein Bild, ne? Ist genau erklärt. Gut, war jetzt bei dem Ding jetzt nicht so wichtig, aber bei anderen, ich habe mich mal wirklich 600 Seiten oder 500 irgendwas Seiten. Ja, deswegen ist es ja auch der große Lava. Ich habe angefangen, mich mal irgendeinen Tag zwischen den Feiertagen, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal so angefangen zu lesen. Ne? Aber das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich eine Bibel, ja, kann man sagen, für alles Mögliche von Steak über Kartoffelgratin bis zu, weiß ich nicht, Nachtisch, Tiramisu. Wollte ich gerade sagen, Süßspeise auch, ja. Alles drin, ne? Also da auf jeden Fall, da wird jetzt auch noch das ein oder andere, passieren, weil wie gesagt, ich habe nur, alles hat nur mit Essen und vor allem mit der Essenszubereitung zu tun, was ich so, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt irgendwie. Also ich bin ja ein schlechter Esser. Ja. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Dafür bist du doch bekannt. Dafür bin ich bekannt. Ne? Esse wenig und ungern. Viele Köche essen ja ganz wenig, weil sie den ganzen Tag ja schon mit Essen zu tun haben. Vertraue niemals einem schlanken Koch. Ne? Ist ja der alte Spruch. Nee, war eine schöne Zeit. Also, aber jetzt so irgendwas ganz speziell, irgendwie, dass ich irgendwas gemacht habe, was ich sonst gar nicht machen würde. Ja, aber das ist ja, um nochmal ein englisches Wort zu bemühen, Quality Time, also ja, Qualitätszeit, die man sich selber gönnt irgendwie. Genau. Ne? Guck mal, bei mir war es eben dieses Videospiel, die Kinder hatten Geschenke. Am Computer oder? Oder nee, auf einer Konsole? Am Computer in meinem Fall. Ach so, ja. Ich habe Baldur's Gate, ist ein Spiel, kommt glaube ich sogar aus Deutschland, ist mit dem deutschen Videospielpreis ausgezeichnet worden. Sehr schön. Mehrfach. Und ich hatte jetzt die Wahl zwischen Hogwarts Legacy auf der Switch. Das spielt meine bessere Hälfte. Ja, gerade, ja, meine auch. Und die Kinder auch übrigens. Oder ich mache Baldur's Gate oder ich spiele Hogwarts Legacy auf dem PC. Mhm. So, also irgendwas dazwischen. Einziges Problem, Hogwarts Legacy läuft auf Windows. Okay. So, also war der Nerd schon wieder in mir gekitzelt. Das muss doch auch auf dem Mac gehen. Irgendwie geht das so. Das ist dann für mich gar nicht mehr das Spiel, sondern der Weg hin zum Spiel. Und dann hast du schon keine Lust mehr wahrscheinlich. Ja, oder? Ganz im Gegenteil. Es hat sogar gut funktioniert. Ich habe es tatsächlich geschafft, Hogwarts Legacy den Anfang auf dem Apple M1 Mac Pro spielen zu können. Und zwar flüssig, würde ich jetzt sagen. Also so nahezu flüssig. So, hat hin und wieder mal geruckelt. Aber man muss sich ja vorstellen, dass das eine Windows-Software auf einem Mac mit ARM-Prozessor übersetzt über einen Emulator und so weiter. Spannend auf jeden Fall. Blöd war nur, dass ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt will ich es aber doch spielen. Jetzt brauche ich ein Windows. Und mein Streaming-Rechner ist zwar Windows, aber ein bisschen in die Jahre gekommen, also nicht so gut. Was mache ich? Dann habe ich irgendwo gelesen, dass es Windows to go gibt. Das heißt, du nimmst einfach eine externe Festplatte, installierst über ein Tool darauf Windows und die kann ich jetzt an meinen Hackintosh einfach dran stecken und kann dann entscheiden, ob ich Windows boote oder ob ich mein Mac boote, eins von beidem. Und da habe ich es dann drauf gespielt, hatte das Windows auch nach einer
verhältnismäßig kurzen Installationsorgie. Ich war ganz begeistert, Windows 10. Ich musste nur den Grafiktreiber installieren und beim Audiotreiber habe ich mich nicht getraut an Universal Audio, also habe ich irgendwo einen Focus oder Skylight aus der Ecke gezogen und dran geklemmt. Hat sofort funktioniert irgendwie. Und dann hat es wunderbar funktioniert. Einziges Problem, ich hatte dieses Spiel jetzt schon auf 3 Emulatoren, meinem Windows-Rechner und jetzt noch auf Windows to go installiert, sodass der Hersteller immer gesagt hat, ey, das ist mir in kurzer Zeit ein bisschen zu viel Systeme. Ich sperre dich mal 24 Stunden. Oh, nein. So, dann sitzt du da, alles funktioniert und dann habe ich halt Baldur's Gate gespielt. Ist auch super, aber ist natürlich eine komplett andere Baustelle. Nächste Mal, wenn du Urlaub und Quality Time hast, kommt dann also Hogwarts Legacy. Das war schon Quality Time von mir. Ich habe zum Beispiel auch bei uns im Zwischengeschoss gab es kein WLAN. Ist für mich auch Quality Time. Habe ich mir das ganze Jahr schon vorgenommen. Es gibt kein WLAN. Ich habe alles probiert mit Repeater, also Wiederholer, alles irgendwie um die Ecke und so weiter. Es geht, was auch immer die bei meinem Haus gemacht haben, zwischen den Decken der Stockwerke scheint irgendwie ein absorbierendes Adamit, Mithril, sonst was, Metall gesteckt. Es gibt kein WLAN im nächsten Geschoss. Wie heißt das? Blei haben sie da reingegossen. Gegossen, aber wegen der komplette Decke gegossen. So, mit anderen Worten, ich hatte jetzt aber vom Vorbesitzer lief so eine alte BNC-Leitung noch nach oben ins nächste Geschoss. Der hatte die Geschosse untereinander vernetzt, aber BNC war damals 10 Mbit-Netzwerk auf einer speziellen Basis. Irgendwie habe ich Ende der 90er gebaut, also heute nicht mehr aktuell. Aber dieses Loch war ja in der Decke. Also habe ich gedacht, wenn da doch diese Leitung schon durchgeht, dann muss doch eine normale Netzwerkleitung da auch durchgehen, habe ich gedacht. Ja klar. Also rausging, aber die hatten anscheinend das Rohr, das Leerrohr, was sie da reingelegt haben, war jetzt so ein spiralgewundenes Leerrohr, was da jetzt aber schon ein bisschen länger lag. Mit anderen Worten, mit dem Rausziehen des alten Kabels brach das in sich zusammen. Also der Durchgang war versperrt. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, einen ganzen Tag gebraucht, um dieses Loch wieder gangbar zu machen. So ein Tool genommen, mit dem man Kabel so durch verschiedene Wände durchziehen kann und so weiter. Noch durchgebohrt, hast du nicht gesehen, aber Success. Also Erfolg. Ich habe es geschafft und habe tatsächlich dann jetzt echtes, verkabeltes Netzwerk im zweiten Geschoss. Wahnsinn. Also im Obergeschoss, muss man sagen, weil unser Haus ist Hochparterre und dann das nächste Geschoss. Und jetzt haben die Kinder stressfrei und alle anderen, die da ein Netzwerk haben wollen. So, das war so ein Ding. Das ist für mich auch Quality Time, weil ich verzweifle zwar an der Stelle, aber ich bin ja damit beschäftigt, auf der Leiter zu stehen, den Bohrer zu holen, nachzudenken, wie mache ich es, wie kriege ich es hin und so weiter. Und dann, wenn es dann fertig ist, dann freue ich mich, dann sagen alle, oh toll. Und du denkst so, ja, wo ist jetzt der Oscar, der Applaus, wo ist der Shampoos, wo ist alles? Ja, aber ist mein persönliches Ding. So, das bleibt jetzt geschehen. Also Quality Time in verschiedensten Regionen, die ich dann wirklich genutzt habe. Mal einen Tag dafür, mal einen Tag dafür. So eine Baustelle abhaken ist ja auch mal eine schöne Geschichte. Genau, eine To-Do-Liste abzuhaken kann auch Quality Time sein und kann auch ganz viel Spaß machen. Ja. Und ich würde sagen, da muss ich jetzt zumindest noch ein bisschen was abhaken für heute. Ja. Auf meiner To-Do-Liste. Also das heißt, ich muss noch ein bisschen fleißig sein. Nützt alles nichts. Muss auch mal auf dem Freitagnachmittag noch gearbeitet. Du musst noch arbeiten, meinst du? Ja, ja. Okay, alles klar. Da vermisse ich den öffentlichen Dienst auch manchmal. Aber dann halte ich dich nicht zu lange von deiner Arbeit ab. Ihr könnt uns was auf die To-Do-Liste draufschreiben, wenn ihr Wünsche habt, worüber wir mal reden sollten. Dann schreibt es gerne an info@bawversteher.de mit oder ohne Bindestrich, könnt ihr euch aussuchen. Wahnsinn. Oder aber ihr schreibt uns einen Kommentar bei YouTube, wenn ihr das hier bei YouTube sehen solltet, dann unten einfach rein mit eurer Frage. Dann können wir darauf auch reagieren. Machen wir immer mal wieder. Und je größer die To-Do-Liste, umso besser. Ihr könnt Plugin-Vorschläge natürlich schreiben für die Plug-Influencer-Rubrik. Und dann würde ich gerne mal 5 Sterne geben bei Apple Podcasts. Daumen hoch, 5 Sterne, sonst was irgendwie, genau. Genau, damit wir weiter hier mehr Leute erreichen, die es interessiert. Noch mehr unten. Damit wir unsere Nische ordentlich befeuern können hier. Damit die Familie noch schön wächst auf jeden Fall. Und damit neigt sich dann Folge 45 dann auch wirklich dem Ende zu. Wahnsinn. Ich und wir wünschen euch auf jeden Fall einen fantastischen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört. Genau, guten Start ins neue Jahr weiterhin. Ganz genau, so sieht's aus. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Jonas Folgendes sagt. Du kannst nie genug wissen und du kannst nie zu viel wissen. In diesem Sinne. Mach's gut, Jesus.